Verehrte Frau Bundeskanzlerin, lieber Kollege Alt, Humboldianerinnen und Humboldianer, meine Damen und Herren. Zur Jahrestagung der Alexander von Humboldt Stiftung heißt heute der Präsident Sie herzlich willkommen. Es ist ein Geschenk und gleichzeitig eine Premiere, die Bundeskanzlerin begrüßen zu dürfen, denn keiner ihrer Vorgänger, kein einziger, war jemals bei einer unserer Festveranstaltungen. Zwischen der Bundeskanzlerin und der Stiftung besteht eine besondere Beziehung. Allein schon institutionell durch das unter ihrer Schirmherrschaft stehende Bundeskanzlerstipendienprogramm für Nachwuchsführungskräfte aus China, Russland und den USA. Darüber hinaus führen die Reisen Frau Dr. Merkel in viele jener Länder, aus denen die hier versammelten Humboldianer stammen. Und im Ausland wie im Inland betont die Kanzlerin stets, wie unverzichtbar Wissenschaft und Forschung für die Sicherung einer menschenwürdigen Zukunft sind. Ihre Anwesenheit interpretieren wir als Hinweis, dass Sie in der Förderung des internationalen Austausches exzellenter Wissenschaftler eine Kernaufgabe der Außenwissenschaftspolitik sehen. Ferner, Angela Merkel ist eine Persönlichkeit, die uns auch aus ganz anderen Gründen nahesteht. Denn als Physikerin hat sie Forschung auf hohem Niveau betrieben, hat als theoretische Chemikerin mehrere grundlegende, anspruchsvolle Artikel in den besten Journalen ihres Faches veröffentlicht. Und den vielen Chemikern unter uns könnte Frau Dr. Merkel immer noch, auch nach mehr als 25 Jahren Abstinenz von der Wissenschaft, beispielsweise die wichtigsten Aspekte einer nukleophilen Substitution oder die mathematische Eleganz eines Hamilton-Operators mühelos erklären. Ich weiß, wovon ich rede. Deshalb versteht die Bundeskanzlerin Humboldianer in einer Art und Weise, wie nur wenige Spitzenpolitiker es können. Noch einmal danke, Angela, dass du bei uns bist und später einige Grußworte an uns richten wirst. Die Jahrestagung, meine Damen und Herren, stellt eine rare Gelegenheit dar, die Weltfamilie der Stiftung kennenzulernen und zu erleben. Wir begrüßen heute mehr als 600 Humboldianer und Humboldianerinnen, die in 102 Ländern der Erde beheimatet und aus fast 100 Städten Deutschlands nach Berlin angereist sind. Viele werden begleitet von ihren Ehepartnern und insgesamt 238 Kinder haben sich zur Jahrestagung angemeldet. Die werden wir morgen früh beim Bundespräsidenten alle kennenlernen. Zu Recht und mit Stolz kann behauptet werden, dass wir in dieser Versammlung heute Nachmittag das mikroskopische Abbild einer akademischen Weltgesellschaft wiederfinden. Sie alle, die Humboldianer, sind mit eigenen Ideen und Vorstellungen nach Deutschland gekommen. Und Sie bringen Ihr Wissen, Ihren Elan und Ihre Neugierde mit, bei uns Neues zu erkunden und Grenzen zu überschreiten. Ihre Gegenwart wird auch uns bereichern, denn moderne Gesellschaften leben mehr vom Reichtum der Ideen als von Bodenschätzen oder militärischer Stärke, somit also auch von Ihnen, die Sie forschen, erfinden, erkennen, verstehen und anwenden wollen. Sie sind es, die der Humboldt-Familie ihr wunderbares, unverwechselbares Gesicht geben. Und ich hoffe sehr, dass Sie sich heute und in den nächsten Tagen in Berlin so wohlfühlen werden, wie ich es immer in Ihrer Gegenwart tue. Dass es den allermeisten Humboldt-Forschungsstipendiaten in Deutschland gefällt, belegt unsere heute veröffentlichte Studie mit dem Titel Deutschland im Blick 2010, wie ausländische Wissenschaftler Deutschland sehen. Das Ergebnis ist vielschichtig
Und es zeigt, wie erfolgreich unsere Internationalisierungsbemühungen der letzten Jahre tatsächlich waren, aber auch, wo es Raum für Verbesserungen gibt. Aber insgesamt entsteht ein ungefiltertes Bild, auf das wir durchaus ein wenig stolz sein dürfen. Denn mehr als 90% von allen Befragten sind mit ihrem Aufenthalt in Deutschland rundum zufrieden und lassen erkennen, dass sie wiederkommen wollen. Kann man sich ein schöneres Kompliment überhaupt vorstellen? Unsere Erfolge teilen wir gern mit unseren Freunden und Förderern. Und ein besonderer Gruß und Dank gilt daher allen, die helfen, dass wir die wissenschaftlichen und kulturellen Kontakte zwischen Deutschland und der Welt pflegen und ausbauen können. In diesen Dank schließe ich die Gastgeber und Gastgeberinnen der Humboldtianer ein. Denn ohne ihr Engagement wäre die Tätigkeit der Humboldt-Stiftung überhaupt nicht denkbar. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Familien fördern sie nicht nur fachlich, sondern auch privat die Forschungsaufenthalte unserer Stipendiaten und Preisträger und tragen wesentlich zum Gelingen des Deutschlandaufenthaltes bei. Sie sind es, die letztlich die Grundlage zu einer lebenslangen Freundschaft legen. Mein besonderer Gruß und Dank gilt fern den Mitgliedern unserer Auswahlausschüsse, die uns honorarfrei ihren immensen Sachverstand schenken und aus jährlich über 2000 Anträgen für Forschungsstipendien bzw. Nominierungen für Forschungspreise in sehr zeitaufwendigen Verfahren die besten Personen auswählen. Ich freue mich zudem über die Anwesenheit der Damen und Herren Botschafter, der Wissenschafts- und Kulturattachés aus den Botschaften der Heimatländer unserer Humboldtianer, wie auch der Vertreter von Parlamenten und Ministerien, die ich ganz unprotokollarisch erst nach den Wissenschaftlern begrüße. Ohne ihr in die Stiftung gesetztes Vertrauen, meine Damen und Herren, ließe und lässt sich gar nichts erreichen. Und ihr Vertrauen in unsere Stipendiaten und Preisträger, aber auch in die Stiftung als Institution, stellt die Voraussetzung dar, um schließlich bei den Humboldtianern selbst Vertrauen in Deutschland als Nation zu entwickeln. Ich möchte Ihnen, liebe Parlamentarier, danken, dass Sie Jahr für Jahr die Arbeit der Stiftung, die ja selbst überhaupt über kein monetäres Kapital verfügt, ermöglichen. In Zeiten, in denen mit öffentlichen Mitteln sparsamst umgegangen werden muss, ist Ihr Engagement für unsere Ziele von unschätzbarem Wert. Und deshalb klage ich heute ausnahmsweise einmal nicht über die immer noch bestehenden Defizite, sondern sage ganz schlicht Danke. Die Alexander von Humboldt Stiftung. Die Alexander von Humboldt Stiftung sieht sich dem Erbe Humboldts verpflichtet und setzt die von ihm begründete Tradition der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses fort. Und die sie aus diesen Kooperationen ergebenden Kontakte pflegen wir in einem weltumspannenden Netzwerk, das inzwischen mehr als 25.000 Forscher in über 135 Ländern mit Deutschland verbindet. Und das Netzwerk blüht und gedeiht. 2010 stieg allein die Zahl der Bewerbungen für Forschungsstipendien um 17%. Aber erfreulicherweise war diese Steigerung nicht nur rein quantitativer Natur. Auch und gerade die Besten wollen immer noch zu uns nach Deutschland kommen. Man kann es gar nicht oft genug betonen. Das Wissen und die Netzwerke, die unsere Stipendiaten und Preisträger mit nach Deutschland bringen, sind von unschätzbarem Wert. Hierzu ein kleines, aber aktuelles Beispiel. In den letzten Wochen versetzte der EHEC-Keim einige Teile der Bevölkerung in Angst und Schrecken. Ein wenig Paranoia, ein wenig Hysterie, aber Angst und Schrecken vielleicht auch zu Recht. Es war schließlich ein Humboldt-Forschungsstipendiat, der mit dazu beigetragen hat, das Erbgut des tückischen Erregers zu entschlüsseln. Dr. Liang Yang, derzeit Stipendiat am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, konnte den entscheidenden Kontakt zu den Forschern des Beijing Genomic Institute in China herstellen, wo dann relativ schnell in wenigen Tagen
die Identifizierung des Erregers gelang. Und alles begann mit einem einfachen Brainstorming unter Kollegen in der Kantine der Hamburger Universitätsklinik. Diese kleine Geschichte lehrt, wie unverzichtbar es ist, Forschern ausreichend Zeit und Gelegenheit und Vertrauen zu geben, miteinander zu kooperieren und Ideen auszutauschen. Dies ist das Prinzip der individuellen Förderung, für das die Stiftung seit 60 Jahren steht. Bei uns gilt das Diktum von Oscar Wilde: It is personalities, not principles, that move the age. Sie, liebe Humboldtianerinnen und Humboldtianer, Sie alle gehören zu einem weltweiten Netzwerk, das schon Humboldt vorschwebte. Er hätte sicherlich seine Freude daran gehabt, Sie und vor allem so viele junge Menschen heute hier versammelt zu sehen. Von dem knapp 90-jährigen Humboldt stammt die nachdenklich stimmende Bemerkung: Ich wollte schon immer alt werden, wenn nur die, die um mich herum sind, jung sind. Ich wünsche uns, dass diese Jahrestagung ein lebhaftes Forum des Austausches mit Kolleginnen und Kollegen aller Altersstufen und aus der ganzen Welt wird. Denn wie schrieb Humboldt 1799 aus Venezuela nach Berlin: Ideen können nur nützen, wenn sie in vielen Köpfen lebendig werden. Besser könnte der Sinn und der Zweck eines Wissenschaftleraustausches nicht in Worte gefasst werden.